ist schon über eine Woche her, dass ich in Finnland war. Wir waren 15 Stunden unterwegs, bis wir zu unserem Reiseziel Joensuu angekommen waren. Wir haben vieles gemacht und eines davon war Eisschwimmen, aber seht selbst. Ich gehe jetzt ins Wasser rein. Alle Eierfälle. Bist du sicher, dass das Bild Niin oli, no niin, ja sitten takaisin. Ai, upea, upea. Hengitys, hengitys, hengitys. Sinulla on, tiedätkö, sisua. Ihan hengitys. Das ist ja ulkoinen Tunne vain. Das schmerzt schon so ein bisschen an den Füßen. Ich weiß nicht, ob das aufgenommen hat. Ich habe kein Bild, ne? Das nimmt auf, danke schön. Meine Eier frieren ab. Es ist sehr schön. Es ist ein schöner stechender Schmerz, gerade im Rücken. Und. Die Landschaften in Finnland sind unglaublich schön mit ihren Eisflächen und ihren wunderschönen Sonnenuntergängen. Und ich glaube, das Beeindruckendste für mich war, dass ich Nordlichter sehen konnte. Haare sind heute wirklich besser als gestern. Muss ich schon sagen, ey. Hier sehen die noch relativ gut aus. Gestern waren die richtig down. Okay, ich war auch Eisschwimmen. Du findest es auch gut, oder? Voll geil, ne? Ja. Also, ich muss ehrlich sagen, friert sich ein bisschen die Klöten ab, die Rosette schrumpft, aber die Luft ist ganz gut für die Lunge. Ja, finde ich auch. Ja, ne? Besser als in Deutschland. Das hat so manche Gründe, ne? Zum Beispiel, dass sie hier nicht einfach in die Ecke pissen. War ich trotzdem. War mir irgendwie klar, ich habe mich beobachtet. Okay, this was hard for the pole and yes, meine Hose ist nass. Typisch Deutsche. Check. Eine Sache hat mich wirklich gewundert, und zwar, dass man Manga einfach in den Supermärkten kaufen konnte. Wir sind auf den Kuliberg gewandert, mit der eigentlichen Intention, meine Drohne starten zu lassen. Tim! Jo! Schön, dass ihr helft! Er ist crazy, Mann! Reit? Ja! Warte, ich sehe dich gar nicht, wenn du da runterrutschst. Ich muss da hochkommen, glaube ich. Wo gehst du runter? Hier runter? Ja! Okay! Lass mich da, ja, Genossen! Oh! Wow! Oh! Oh! Wow! Warte, ich nicht aus. So, jetzt mach schnell. Okay. Alles klar. Und dann war leider wieder die Rückreise. Übrigens hatte ich meinen ersten Inlandsflug. War eine coole Erfahrung. Nun sitze ich wieder zu Hause und bereite gerade ein neues Vlogprojekt vor. Ich möchte euch ein bisschen wieder in mein Leben mitnehmen, weil ich glaube, mittlerweile habe ich ein ziemlich spannendes Leben. Und es sollen keine Daily-Vlogs sein, sondern ich plane, Weekly-Vlogs zu machen. Heißt also, dass ich jede Woche einen Vlog mache über meine Woche. Aber ich habe das Gefühl, dass Weekly-Vlogs fast nur Frauen auf YouTube machen. Warum ist das so?
Weiß das einer? Oder wisst ihr auch, welche Weekly-Vlogger die männlich sind? Ich kenne nur einen, der das mal gemacht hat und das war Raised, aber der ist jetzt auch nicht mehr aktiv. Deswegen versuche ich es einfach mal als Projekt, eine Woche lang einen Vlog zu produzieren, beziehungsweise einen Weekly-Vlog zu machen. Und ich denke mal, das wird mir Spaß machen und dann komme ich wenigstens so ein bisschen in meinen Vlog-Modus rein und vielleicht gibt es irgendwann tatsächlich mal wieder Daily-Vlogs. Nun seid ihr gefragt, was soll ich machen? Habt ihr irgendwelche Wünsche, die ich machen soll? Irgendwelche Kleinprojekte oder irgendwas, was ich machen kann? Dann schreibt mir die mal unten in die Kommentare. Würde mich extrem freuen, wenn da einfach mal ein bisschen größere Resonanz drin ist. Also einfach mal jeder von euch eine kleine Sache reinschreiben. Das würde mich extrem freuen. Am 18.03. bin ich übrigens in Belgien. Und ich war noch nie in Belgien. Wart ihr schon mal in Belgien? Wisst ihr, was ich da unbedingt mal machen sollte? Irgendwas, das ich essen sollte unbedingt mal? Oder irgendwas, was ich da filmen sollte oder irgendwas, was ich mir da mal anschauen sollte, dann schreibt mir mal was in die Kommentare, weil ich habe absolut keinen Plan über Belgien. Ich weiß nur, dass da coole Leute wohnen und ja, das ist mein nächster Schüleraustausch. Und das war's auch schon wieder mit diesem Vlog. Und wenn dir dieser Vlog gefallen hat, würde ich mich riesig über dein Abo freuen, damit du ja keine weiteren Reisevlogs und Vlogs allgemein verpasst. Ich bedanke mich, dass du eingeschaltet hast und wenn dir dieses Video gefallen hat, teile dieses Video auch gerne mit euren Freunden. Würde mich freuen und ciao. Ich bin dann mal weg.